Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, auf Enos Kanal, Missamoto. Ja, ich habe Dank, dass ich euch mitnehmen darf. Ich habe Bock auf die Reihe, ich habe richtig Lust zu schrauben. Heute ist der 21.02., 8 Uhr und ein paar zerhackte. Meine Kupferflügel sind gestern gekommen. Ich bin froh, habe ich auch erst am 3.01. bestellt. Also Lob und Anerkennung an dieses, ja klar, es sind ja auch nur Anbieter, aber ne, ja, ist wieder ein Auktionshaus gewesen mit ein paar Buchstaben. Noch nicht angepasst, das ist eine alte. Ich habe das nur mal für euch jetzt nochmal hingelegt. Ich fand das nicht so geil, weil die haben nicht so geil abgeschlossen hier. Das war gar nichts. Und ja, jetzt habe ich mir diese geholt. Haben im Set ein Fuffi gekostet. Irgendwie, ja, nee, 44 Euro oder was. Fand ich gut. Müssen natürlich noch angepasst werden. Ist dann nachher... diese Position, aber worauf es mir ankommt ist, sie schließen halt, warte, ich lege sie mal wieder hier hin, die schließen halt relativ geil ab und wir müssen dann mal gucken, dass wir das dann in einer vernünftigen Höhe platzieren, ja, aber ich habe sie schon mal da. Ja, heute geht's. Oder habe ich vor, ich weiß noch nicht, ob ich das alleine hinbekomme, mit dem Wagenheber schon mal hingestellt, den Axtrichter. Den habe ich jetzt schon mal soweit vorbereitet. Ihr seht, hier ist noch so ein bisschen Vicon-Silikon quetscht daraus. Das heißt, ich habe das Lager tatsächlich schon da drin. Das äußere Lager, ein Simmering und ein Filzring ist das. Hab's wieder zusammengebracht, habe ich nicht gefilmt, weil dann wäre ich wahrscheinlich wieder gevierteilt worden. Wie kannst du das so machen? Das ist ja jetzt vernünftig drin. Schön die Lage noch mal ein bisschen Lagerfett mit rein. Ich weiß, dass da Getriebeöl ist, alles gut. Ich weiß auch, dass das ist halt nur ein ganz bisschen, damit das am Anfang nicht so trocken läuft, weil da ist echt gar nichts drin. Und ich weiß gar nicht, inwiefern das bis da ganz hinten überhaupt hinkommt. Das ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Deswegen, das äußere Lager war auch ein bisschen, hat auch ein bisschen gelaufen. Also hatte so ganz leichte Spuren auf der Welle hinterlassen. Das heißt, muss mal festgerostet und blockiert gewesen sein. Ich möchte nicht so weit abschweifen. Wir bauen das Ding heute dran. Ich hoffe, dass ich es allein hinkriege. Deswegen stelle ich die GoPro gleich erstmal hier und da in die Ecke und lass mich filmen. Den Axtrichter habe ich größtenteils mit der Flex sauber gemacht, ganz normal mit Topfbürste. Habe mir jetzt neue bestellt, weil die andere, die ist aufgeschlissen. Und dann habe ich mir noch dieses gute Stück besorgt. Hat mir ein Zuschauer empfohlen, sagt er, nee, du musst auch noch einen Nadelhammer haben oder beziehungsweise Nagelhammer oder Nagelentroster, so heißen sie, glaube ich. Und da habe ich das Ding für 24 Euro bei Amazon gefunden und muss sagen, also das macht einen guten Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Ecken, die zeige ich euch nachher mal, wo man so nicht hinkommt mit der Topfbürste und so weiter. Weil nach jetzigem Stand möchte ich das ja nicht mehr so gerne strahlen lassen. Ich weiß, auch wieder eine Meinungsänderung, aber ist nun mal so. Das lebt, ist lebendes Projekt. Für das Wort M muss ich mich auch entschuldigen. Ich will versuchen, da jetzt drauf zu achten. Mir ist selber aufgefallen, dass dieser Platzhalter unheimlich oft vorkommt. Das macht man natürlich unbewusst. Das schneidet man ja selber oben nicht mit, sonst wäre es ja auch kein Platzhalter. Das sind quasi Denkpausen im Gehirn. Und warum habe ich diese Denkpausen? Weil ich in die Kamera spreche, aber gedanklich hier bin, was ich dann als nächstes mache, wie ich das filme, wo ich die Kamera hinstelle und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen aufreibend auf jeden Fall. Jetzt Stopp mit Quatschen. Ich hole euch gleich ab, wenn wir schrauben. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass ich die Gewindegänge von jeder Schraube halt einzeln quasi dann nochmal reinige. Ganz einfach, damit das nachher vernünftig wieder ins Gewinde passt. Ist ja nun mal alles Zoll. Und ja, das sind doch schon, sag ich mal, ein paar Jahre alt. Wenn ich die jetzt so einspanne, mache ich das mit ganz viel Gefühl. Und habe das auch schon 100 Mal gemacht, da passiert nichts. Nur damit ich den kompletten Schraubenkopf und so weiter einmal sauber habe. Das ist dann auf jeden Fall
tibitobi. Ich mache jetzt diese ganzen Dinger mal fertig hier. Das sind die Schrauben für den Axtrichter. Ja, als erstes natürlich immer ganz wichtig, die ganzen Dichtflächen schön sauber machen, bevor wir jetzt hier gleich die Dichtung, die wollte ich hier jetzt erstmal anheften mit dem Silikon. Ich hatte auch gedacht am Anfang, dass das hier komplett eintrocknet, aber das kann man so wegstellen, das ist also gar kein Problem. Und echt dankbares Zeug, muss ich sagen. Fahre ich hier schön eine Dichtfläche ab. Normalerweise ist ja, wie gesagt, eine Viktor-Reins-Dichtung dazwischen. Allerdings mache ich das aus Sicherheitsgründen fürs Gewissen nochmal. Man weiß ja auch nie, also diese Fläche, die ist jetzt echt schön plan, da kannst du nichts sagen. Aber ja, ich hole die Dichtung, ihr könnt hier mal wieder vergessen. Ja, nur wie immer, sorry fürs Schneiden. So. Das hier erstmal dran kleben. Passt hier gerade nicht so geil über die. Oder bin ich falsch rum? Ich bin falsch rum. So, scheiße. Ist ja einfach falsch rum. Ist mir gerade aufgefallen, weil hier ja noch eine Passhülse sitzt. Die ist natürlich etwas größer. Ist da noch genug Material? Ja. Ich habe ja jetzt ein bisschen was mitgenommen, ne? Auf die andere Seite, das ist natürlich nicht so geil, aber das ist auf jeden Fall genug da. Das soll nicht das Thema sein. So, ich mache das immer gerne so, weil ihr könnt euch das jetzt noch ein bisschen näher schieben, bevor ihr das, sag ich mal, irgendwo blank drauflegt. Und ob das Ganze jetzt natürlich gut geht, weiß ich noch nicht. Weil ich muss jetzt mal sehen, dass das Ding, wenn das Ding da dran ist, hier der ganze Axtrichter, der ist unheimlich schwer. Also wiegt bestimmt 60, 70 Kilo. Und das wird gleich sowieso interessant. Weil ich alleine bin. Ja, aber mal gucken, wie das dann wird, hier mit dem Zahnrad da innen wieder dran zu bekommen. Da muss man schon ein bisschen Dunst in den Armen haben, das ist nun mal so. So will ich ihn jetzt gerne erstmal hier davor haben. Müsste jetzt eigentlich relativ stabil sitzen. Ich kann ihn jetzt gleich reinschieben. Puh. Hashtag Sauerstoffzelt wieder. Bisschen höher. Und dann müssen wir jetzt das Zahnrad da drauf operieren. Ein bisschen höher, das ist natürlich mega anstrengend. Das wäre, ich hole euch noch mal kurz ab, dass wir das Zahnrad jetzt auch auf die Welle bringen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. So. Ich habe es jetzt vor Loch quasi. Warte, ich hole euch mal eine Taschenlampe. Boah, ist das anstrengend. Das ist natürlich krass, ne? Aber das ist nun mal so, wenn man sich alleine da dran macht, ist das nun mal so, dass man da auch mal improvisieren muss. Da sieht man jetzt schon ein Gewinde von den beiden. Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon mal in der Verzahnung. Jetzt heißt es, das ganze Zeug da weiter ranzurücken in die Passung und gleichzeitig, da war wieder das, ich habe selber gemerkt,
gleichzeitig hier den Trichter vernünftig in die Passung zu bekommen. Guck nochmal nach meiner Dichtung, das sieht gut aus. Nochmal einmal quälen, vielleicht wird es ja. Viel ist nicht mehr. Puh. Kann man sich auf jeden Fall auch wieder das Fitnessstudio sparen. Auch wenn das natürlich einfach nur mega Abfuck ist für den Körper. Klar, aber die Schrauber unter euch, die wissen, was hier am Bach ist. So, ich setze jetzt aber erstmal die ersten Schrauben an. So, jetzt setzen wir die ganze Klamotte hier mal an. Die Dichtung sitzt super. Zahnrad auch. Das ist natürlich auch das Thema, warum die Getriebe, die alten, so laut sind, weil das alles gradverzahnte sind. Differential sitzt ja hier vorne weiter und wegen der Bremse auch. Hier sitzt ja die Bremse, hier das Differential. Und dann geht das ja quasi einfach nur mit den großen Zahnrädern, wird es einfach nur nach hinten weitergereicht, so gesehen in die Axtrichter. Jo. Wie gesagt, ist unkaputtbar, aber auch laut, ne? Muss man ganz ehrlich mal sagen. Man könnte das alles leiser bauen, wenn man das schräg verzahnen würde. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass so ein altes Getriebe hier ohne Getriebeölpumpe einfach, sage ich mal, einfach nur durch pure Ölmasse geschmiert wird, ne? Da habe ich ja gesagt, 36 Liter rein hier. Und dann hast du die 36 Liter nur, damit das Getriebe da drin rumplanschen kann und liegt im Öl komplett. Und das ist natürlich ein ja, enormer, jetzt machst du einmal leise, klar, aber es ist ein enormer Kraftaufwand für das Getriebe an sich. Ja, wenn die ganzen Zahnräder in Öl laufen, das ist natürlich alles Widerstand. Und haben wir auch schon ein paar Mal drüber philosophiert, so Enno und ich und der gute Thorsten Rethemeyer, und der sagte dann, ja, man kann das schon merken, man sollte halt echt das richtige Öl fahren oder einigermaßen gutes Öl fahren. Das ist übrigens eine kleine Schraube hier bei der Passhülse, die anderen sind alle gleich. Was hatte ich hier dran sitzen? Warte mal, jetzt muss ich mich kurz erinnern. Ich glaube, die Anhängersteckdose saß hier. Ja, die Anhängersteckdose saß hier mit dem Winkelblech. Jo, und ganz normales GL4, er sagte dann auch hier, so gerade so auch so die Agiomatic-Gang und so, die brauchen dann schon ein spezielles Öl, um da eben diese Widerstände, sag ich mal, ein bisschen geringer zu halten. Wenn wir dann mal versuchen, vorsichtig hier ranzubringen. Wie gesagt, dadurch, dass er jetzt in der Passhülse sitzt, passiert da nicht allzu viel. Muss jetzt schön ran. Sitzt auch komplett dran jetzt. Das Einzige, was jetzt noch ein Problem ist, ist tatsächlich, dass die Welle noch weiter dahin muss. Da hoffe ich allerdings, dass es jetzt hier mit der Verschraubung da hinten funktioniert. Das erkläre ich euch gleich noch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Jetzt ist wieder so das Problem, ne? Jetzt hast du wieder so eine ganz lange Sequenz drin, wo ich hier am Quatschen bin, am Schrauben drin. Da weiß ich immer nicht, lässt sich das in so einem Video gut verarbeiten? Ist das zu lang? Nachher dauert das wieder 30, 40, 50 Minuten. Und im Prinzip war letztens auch eine Diskussion, ja, so ein Video auf YouTube. Erstmal wird viel. Warte, ich mach mal hier, ich hole euch mal persönlicher ab. War eine Diskussion. Wurde viel darüber geredet. Ja, wie lange ist denn so ein YouTube-Video, so ein klassisches? Und da kann ich euch sagen, ein klassisches Video zwischen 12 und 18 Minuten, das wäre perfekt. Komischerweise alles, was in diesem Rahmen liegt, wird mehr geklickt. Und dann ist die Herausforderung, wenn ihr euch mal in meine Lage versetzt, jetzt zu sehen, so, ja, ich weiß gar nicht, ich habe ja jetzt schon in diesem Video jetzt vier Schnipsel, hier mit dem Schraubenreinigen, Begrüßung, 5 Minuten Schraubenreinigen, 3, 4 Minuten. So, da bist du bei 9, 10 Minuten. Und das hier sind ja jetzt auch locker
weiß nicht, 15 Minuten am Stück. Ne? Das ist immer so ein Für und Wider. Und wenn du dann so lange Videos hast, dann tut dir das auch nicht gut, weil die Leute einfach anfangen, die Videos nachher durchzuskippen. Das fällt ziemlich oft in den Kommentaren auf, wenn die dann halt irgendwie Bezug nehmen auf irgendwas und du denkst so, hä, das habe ich genau in dem Video besprochen eigentlich. Und dann fällt dir das auf jeden Fall, dass die Leute das Video gar nicht geguckt haben, sondern halt nur durchskippen. Ne? So. Aber das ist nun mal so. Wir haben ja auch nicht alle Zeit, da eine halbe Stunde ein Video. Das verstehe ich natürlich auch. Ne? Oder beziehungsweise, ich muss ja jetzt mal mich alleine spreche von mir. Aber das verstehen Enno und ich dann auch. Ennos Kanal natürlich. Allerdings ist er natürlich eben auch gezwungen, da in diese ganze Algorithmus-Geschichte mitzuspielen. Macht er ja schon nicht immer, weil er mehr auf die Qualität des Contents legt, als auf irgendwelche Algorithmen. Aber Kommentare und ganz geguckte Videos bringen am Ende natürlich auch mehr. Also mehr Algorithmusplatzierung, ne? Nicht falsch verstehen. Jetzt hier nicht hier mehr Gewinn oder so ein Scheiß, ne? So, ich wollte euch nochmal abholen. Und zwar, hier haben wir jetzt noch so einen Spalt. Wir können das mal, warte mal, ich kann jetzt hier einen Finger reinstecken. Da seht ihr. Vergleich das mal mit der anderen Seite. Da nicht. Ja, da haben wir also nur, was nicht, 0,5, 0,8. So, und jetzt sehen wir auch hier oben. Ich zeige mal die Seite, wie das befestigt ist. Ja, da hast du so eine dicke Platte und dann zwei Schrauben und Sicherungsblech. Und hier ist natürlich jetzt ja noch nichts. So, jetzt probieren wir das, was ich gerade gesagt hatte. So, eventuell einfach nur mit dem dicken Eisenklotz und den beiden Schrauben die Welle. So, anders kann ich euch leider nicht hinstellen. Die Welle da ein bisschen reinziehen. Fühlt sich auch erstmal richtig an, sage ich mal. Ich muss mal eben gucken, ich muss mal einen großen Schraubendreher holen, damit ich die Verzahnung sperren kann. Ich habe ja momentan quasi keine Möglichkeit zu bremsen. Man hört auf jeden Fall, dass die Welle sich quasi jetzt hier in diese Richtung gezwungenermaßen bewegt. Das sind diese Klonggeräusche, wo der quasi jetzt in den Lagern nach hinten gezogen wird. Hört sich immer brutal an, wenn es dann diese Klonggeräusche gibt. Aber wie gesagt, ich habe die Welle schön sauber gemacht, leicht eingeölt, dass das durch die Lager kann. Ja, liegt an. Cool, dann kann ich die jetzt lösen. Dann bauen wir das wieder aus, weil das Sicherungsblech fehlt ja noch. Das musst du ja gerne wieder mit rein. Nicht, dass es nachher Probleme gibt. Auf jeden Fall. Oh, jetzt darf ich euch nicht über Kopf halten. Das ist immer so schwierig alles. Sehen wir jetzt, da ist die Welle. Wir haben hier ähnlich wie drüben jetzt nur noch unsere 0,8 oder was das sind. Ja, schätzungsweise. Genau. Und jetzt habe ich eben schon das Sicherungsblech erwähnt. Was dann natürlich dann auch wieder rein muss. So, 120 mit dem Dremo vernünftig. Hier haben wir abgesperrt. Auch ein bisschen gleichmäßig anziehen. Könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein. Ich mache mir erstmal auf die Suche. Hol euch gleich wieder ab. Ja, finde ich leider jetzt nichts. Aber ich wollte noch mal zeigen, was ich jetzt neu gemacht habe. Das ist quasi Nummer 4 Dichtring, 5 Filzring, 6 Simmerring, 7 das Lager ist neu. So, dann wird diese ganze Chose von da aus da reingesteckt. Und das hier ist der Passring, den ich meinte. Der sitzt quasi hier drauf. Und der läuft vor das Lager und auf der Position sind wir jetzt.
Ja, das große Lager 11 und das habe ich gelassen. Ja, haben wir jetzt durch das Rad gesteckt. Das ist das, was im Getriebe sitzt. Und haben jetzt hier die Platte und ja, die Sicherungsblech montiert. Und die Schrauben sind hier gar nicht mehr abgebildet. Naja, denke mal, Schrauben sind jetzt ein bisschen runter. 100 Newtonmeter oder was. Tut mir leid, dass ich da jetzt keinen verlässlichen Wert geben kann. Bloß ich möchte halt einfach nur, dass die ja, möglichst gleich angezogen sind und auch irgendwo, man über die Jahre, man entwickelt ja ein Gefühl dafür, dass solche, ja, wie die Dicke der Schrauben und was sie ungefähr bekommen. So, zack, 100. Auch nicht das Gewinde rausreißen. Das ist, also das geht natürlich auch nicht. Ja, wenn ihr da mal so eine Tabelle findet, wo das abgebildet ist, gerne mal Bezug nehmen. Aber das ist jetzt erstmal fest. Und dann haben wir den Axtrichter erfolgreich, ja, wieder montiert. Aber ich wollte euch ja noch zeigen, ne? Das ist so eine Ecke da hinten zum Beispiel. Womit jetzt mit dem Nagelhammer, erstmal kann ich das noch mal ein bisschen verdeutlichen. Genau, wo man da hinten in der Ecke mit dem Nagelhammer dann vernünftig hinkommt. Auf solche Ecken hier. Das wird natürlich noch ein bisschen sauberer gemacht, alles hier, da noch mal ein bisschen und so, ne? Aber so generell. Ja, und hier sieht man auch die Verarbeitung, wie das früher war, ne? Also, so ganz weltbewegend ist das alles nicht. Ist halt so, ne? Das ist halt 45 Jahre alt. Und ein Trecker. Ja, Lampe im Aus. In diesem Sinne sage ich euch danke fürs Zusehen. Also filmmaterialtechnisch jetzt die 30 Minuten auf jeden Fall geknackt. Einfach nur durch Schrauben. Deswegen da nochmal, weise ich nochmal hin auf diesen Disput. Filmlänge wird nur durchgeskippt. Zu tatsächlichem Schrauben. Wir haben es jetzt gleich 10 Uhr. Ich bin um 8 Uhr angefangen. Das heißt, ne, diese ganzen, dann hat man mal so ein Zeitgefühl da. 30 Minuten ist also wirklich, also nur ein Viertel von der Zeit gefilmt, weil man eben sich Sachen zurechtlegen muss und so weiter. Enno, sorry fürs Schneiden, aber auch gleichzeitig vielen Dank, dass wir ja, auf diese Reise gehen können vom 533. Ich muss jetzt eigentlich. Weil ich jetzt hier diese alte Dichtung noch runter gleich, das mache ich aber alleine. Bereite das soweit vor und dann werde ich das wieder abdecken. Mir nächste Woche den eventuell, ja, ich muss jetzt auf den Lehrgang, ziemlich anstrengend, langer Lehrgang, anstrengender Lehrgang, viel Lernen, viel Klausuren. Das heißt, wir werden uns tatsächlich Mitte, Ende Mai wiedersehen erst. Ich muss das durchziehen, das ist für den Job wichtig auch. Und wird jetzt lange, lange Durchstrecke erstmal sein. Und zwischendurch, wenn ich Zeit habe, eventuell noch mal ein bisschen Kraftheber schrauben. Plus ein paar Filter und so weiter erneuern. Ja, das weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Liked. Dann die Kommentare betätigen. Algorithmus ist alles bei YouTube. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr macht euch noch einen schönen Restsonntag. Ich bin für heute raus und wir sehen uns irgendwann demnächst wieder hier auf Ennos Kanal Mr. Moto. Enno, danke dir fürs Schneiden und fürs Hochladen, Hochsetzen. Und wir sehen uns bald, Bro. Bis dann. Ciao, ciao.